Hallo, willkommen bei Muskelwaiter. Heute sind wir in den südlichen Highlands. Heute habe ich den Diensten 12 Jahre im Glas. Diensten 12 Jahre ist, glaube ich, so ziemlich der Standard der Distillerie. Von daher erwarte ich jetzt eigentlich einen schönen Einsteiger-Whisky. Einen schönen, ja, so einen Core-Range Whisky, den man eigentlich immer mal trinken kann. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich bin schon mal positiv überrascht, dass so der Einstiegs-Whisky der Distille nicht mit 40% abgefüllt ist, sondern mit 46,3. 12 Jahre sind alles schöne Eckdaten, die sich erstmal auf den ersten Blick ja, ganz gut anhören. Und dann schau doch einfach mal, was Diensten so kann. Ist auf jeden Fall weich. Ich habe so Karamell, Toffee, Vanille. Honig. Ich würde jetzt aber bei so einem, beim Honig, es gibt ja verschiedene Sorten Honig, und ich würde jetzt zum Beispiel sagen, das ist eher so ein, ja, so ein Wiesenblumen-Honig oder so ein Heide-Honig, also es ist kein Waldblumenhonig, würde ich jetzt mal sagen. Alles recht hell, recht mild. Cremig, er riecht cremig. Könnte auch so ein Sahnebonbon sein. So ein Werthers oder sowas. Werthers Original. Karamell, Sahne. Ja. Der Honig wird ein bisschen stärker zwischendurch. Je nachdem, wo man so seine Nase hinhält, hat man mehr Karamell oder mehr Honig. Könnte eine minimal florale Note haben. Da würde aber auch so zu dem Blütenhonig passen. Ja, doch, also diese Vanille, Honig, Karamellnote, die ist schon sehr dominant, und es riecht sehr angenehm. Angenehm, mild, weich. Toller Einstiegswhisky, würde ich jetzt mal so auf Anhieb sagen. Zum Wohl. Wow. Also nach der Nase hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, aber die 46,3%, die stehen dem perfekt. Also das macht ihn, würde ich sagen, zu einem guten Whisky, dass er eben nicht
mit 40 oder 42% abgefüllt ist. Und der ist beim Schlucken eben genauso cremig, weich, fast wässrig und dann weg. Nee, das ist ein Whisky, der riecht total schön, der riecht angenehm und wenn man ihn trinkt, dann merkt man aber, man hat hier was im Glas. Der hat eine schöne Würzigkeit, der hat ein bisschen Eiche, der hat ja vielleicht eine kleine Pfeffernote. Der bringt ein bisschen Kraft mit. Der ist zwar, wenn man ihn runtergeschluckt hat, im Abgang nicht wirklich lang. Also ich würde ihn maximal auf Mittel setzen, wenn nicht sogar kurz. Aber das Mundgefühl, wenn man ihn noch im Mund hat, ist wirklich schön. Also und in der Nase ist er so richtig so, ach ja, hier, ich bin ein Whisky, ich bin so ein schöner Einsteiger-Whisky. Probier mich mal, ich könnte auch was für die Frauen sein. Und wenn du ihn dann trinkst, also das soll jetzt nicht sexistisch oder so sein, ne, aber bei mir im Umfeld trinken die Frauen dann eher so ein Lillet oder sowas. Und wenn man ihn dann aber trinkt, dann merkt man, ja, ich bin ja gar keiner von der so weichen Sorte, sondern ich habe schon ein bisschen Kraft und zeige auch, was ich sonst so noch so kann. Muss ich sagen, also gefällt mir gut. Ich habe auch wieder im Geschmack den Honig. Vielleicht auch ein bisschen Zitrus. Dazu die Würzigkeit. Ein bisschen Eiche. Der Mund wird ein bisschen. Der Speichelfluss setzt ein. Ja, diese leichte Pfeffernote, die dazu kommt. 46,3%. Ja, du merkst ihn auch, wenn du ihn trinkst. Es wird ein bisschen minimal, also jetzt nicht schlimm oder so, aber es wird halt minimal warm. Und ja, ist total schön. Also der Abgang, der könnte für mich noch ein bisschen länger sein. Das ist ein bisschen kurz geraten. Aber mein Gott, also für keine 40 Euro ist das ein toller Whisky. Puh, den muss ich mir, glaube ich, irgendwann mal noch holen. Hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm. Ich habe ihn scheinbar schon mal probiert, das Sample war nicht mehr zu, aber hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Schön. Genau dafür mache ich das hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert gerne den Kanal, lasst mir ein Like oder gerne auch einen Kommentar da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.